Dass Monkey D. Dragon bei der Marine war, haben wir mittlerweile schon etwas länger bestätigt. Er hat das selber relativ beiläufig erwähnt, so als ob das gar nichts Besonderes war. Im Grunde hat ihm dort der Gerechtigkeitsansatz nicht gefallen. Deswegen ist er dort ausgetreten und hat für sich selber entschieden, was richtig und was falsch ist. In der guten alten One Piece Manier war dieses Geschehen aber bestimmt nicht so einfach, wie er es erklärt hat. Er hat höchstwahrscheinlich dort gravierende Erfahrungen gehabt, mit Charakteren interagiert und hat bestimmt ebenfalls selber eine etwas höhere Position besessen. Heute gehen wir also Dragons Marine-Vergangenheit auf der Spur, Freunde. Inwiefern und wo überhaupt er dort involviert war und mit wem er alles Kontakt hatte. Ein Abo und Like zum Support wäre nochmal sehr nice von euch. Ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich viel Spaß beim Watch. Aufgrund seines Vaters, Monkey D. Garp, hatte Dragon wahrscheinlich den besten Einstieg in die Marine, den man so als Normalsterblicher überhaupt haben kann. Leute wie Akaino, Kizaru und Kusan kamen zum Beispiel allesamt aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hatten allesamt kein sehr gutes Leben. Ihnen wurde auch die Marine nicht mit der Mutter verabreicht. Sogar bei Corby ist es ähnlich, aber bei Dragon ist es ganz anders. Sein Vater ist nicht nur einer der größten Marinebefürworter, die es überhaupt auf der Welt gibt, sondern auch einer der höchst angesehensten und stärksten Member. Und ich weiß, dort draußen gibt es immer noch Leute, die der Meinung sind, dass Dragon nicht Garps Sohn ist. Fantheorien und Falschinformationen verbreiten sich wie am laufenden Band und deswegen hier auf jeden Fall nochmal die Richtigstellung. Und zum Nachlesen für euch, im Kapitel 1087 wurde das mehr als deutlich gesagt. Jetzt geht's aber weiter im Schritt. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass Dragon so ungefähr die Chefarztbehandlung bekommen hat. Gleich bei seinem Beitritt war er aufgrund von Garp schon kein No-Name. Wenn überhaupt, hat er nur die besten Aufgaben seines Ranges bekommen und musste solche Sachen wie Drecksarbeit nie machen. Ähnlich wie seine Familie, also sprich wie Ruffy und wie Garp, hat er wohl auch ein enormes kämpferisches Potenzial und dazu noch begnadete Führungsqualitäten. Es ist also auch gar nicht mal so weit hergeholt, dass er selbst die Karriereleiter der Marine relativ schnell aufsteigen konnte. Es ist zum Beispiel sogar eine weit verbreitete One Piece Theorie, dass Dragon es geschafft hat, zu einem Marineadmiral zu werden. Es ist nämlich so, in der chinesischen Mythologie gibt es vier Meere. Einmal alle Himmelsrichtungen, das heißt das nördliche, das südliche, das westliche und das östliche. Alle vier werden jeweils von einer Farbe und jeweils einem Tier repräsentiert. Im Norden wäre es der gelbe Affe, im Süden wäre es der blaue Vogel, im Westen der rote Hund und im Osten der weiße Drache. Abgesehen des weißen Drachen hätten wir dann schon mal unsere drei OG-Admiräle. Und zwar nicht nur von dem Tier und der Farbe, sondern auch von ihrer Persönlichkeit. Dem Hund wird zugesprochen, dass er ziemlich loyal ist, dem Affen, dass er dämlich ist und dem Vogel, dass er besonders faul ist. Der weiße Drache hingegen ist von der Persönlichkeit so, dass er immer die Wahrheit sagt und der einzige, der die Bösartigkeit seines Herrschers verstanden hat. Wörtlich ist damit also Monkey D. Dragon gemeint, wie unzufrieden er mit der Weltregierung als auch mit seiner Marineposition war. Dementsprechend hat er diese Organisation verlassen, um seine eigene zu gründen und seine Gerechtigkeit auf seine eigene Art und Weise zu verfolgen. Wie gesagt, ist das aber auch nicht meine Theorie. Die würdet ihr sogar wahrscheinlich auf allen Plattformen im Internet finden, egal ob YouTube, Reddit oder sonst irgendwas. Insgesamt bin ich zum Beispiel auch persönlich nicht so richtig in der asiatischen Mythologie drin. Also, falls ihr hier irgendwie mehr Ahnung habt als ich, dürft ihr das natürlich gerne verbessern, berichtigen oder sonst irgendwas. Interessant ist bei Dragon, dass er seinen Gerechtigkeitssinn schon vor seiner Marinezeit entwickelt hat. Sonst wäre er da selbstverständlich nicht beigetreten. Diese Wünsche und Ambitionen, die er hat, können auch hundertprozentig nicht nur von Garp kommen. Das heißt, auch er muss in seiner Vergangenheit, vielleicht sogar frühen Kindheit, Erfahrungen gemacht haben. Der East Blue an sich ist ja sogar ein schöner Ort, besonders wenn man ihn nochmal mit dem Rest der Welt vergleicht. Aber auch hier gibt es das Goa-Königreich, eine sehr krasse Darstellung der Klassengesellschaft. Besonders reiche und wohlhabende Menschen haben eine strahlende Stadt und saubere Straßen. Gleich daneben ist das große Great Terminal, wo die Unterschicht drin lebt, die absolut gar nichts hat. Von Tenryubidos bekommt man normalerweise eher wenig mit. Aber gerade bei solchen Sachen kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass sie Dragon dazu bewegt haben, aus der Welt einen besseren Ort zu machen. Bei der Marine muss man aber jedoch sehr schnell feststellen, wer wirklich der Big Boss ist und wer am längsten Hebel sitzt. Die absolute Spitze der Welt wird durch die Weltregierung gebildet. Das heißt, Gorosei, Tenryubito, alles ist mit am Start. Und allesamt stehen sie nur für Schlechtes ein. Es ist aber trotzdem schwer zu sagen, wann genau Dragon es mitbekommen hat, dass die Marine so schlecht ist. Sollte es zum Beispiel auf God Valley der Fall gewesen sein, wo er vielleicht zusammen mit Garp am Start war.
Ich meine, ihn persönlich haben wir zum Beispiel dort nicht gesehen, aber naja, auch die Gestalt von Roxy Sebek wurde vor uns im Kuma-Flashback verheimlicht. Falls er damals auf Godvalley am Start war, sollte es ihm dort mehr als deutlich genug gewesen sein, wie schlimm Menschen behandelt werden von den Tenryubito. Sie haben dort kaltblütig die Bewohner der Insel ausgelöscht, nur zum eigenen Vergnügen. Insgesamt ist es damit auch eine der extremsten Sachen, die man so überhaupt als ein Marinesoldat auch mitbekommen kann. Wie gesagt, wäre damit aber auch der Austritt von Monkey D. Dragon mehr als deutlich genug erklärt. Eine Sache ist in One Piece jedoch ein wenig merkwürdig. Dragon ist in der großen breiten Masse, weder in der Marine noch in der Bevölkerung, anscheinend richtig als ein Admiral bekannt gewesen. Man könnte einfach meinen, dass wenn er so eine hohe Position hätte, dass wenigstens irgendwer jemals von ihm gehört hätte. Wie zum Beispiel jemand wie Kuma, der ihn eigentlich ja nur als einen Freiheitskämpfer kennengelernt hat. Insgesamt würde ich also sagen, dass die chinesische Mythologie-Theorie vielleicht nicht wirklich auf den Admiralsposten bezogen ist. Bei Dragon würde ich höchstens auf einen Vize-Admiral bzw. Konter-Admiral tippen, als Position vor seinem Austritt. Obwohl ich auch natürlich zugeben muss, sogar bei X-Ray war es Common Sense, dass er früher bei der Marine war. Warum also nicht beim meistgesuchtesten Mann der Welt? Deswegen ist es bei Dragon insgesamt gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er eine Position hatte, die so ein wenig unterm Radar verschwunden ist. Ihr dürft aber selbstverständlich auch gerne eine andere Meinung haben, bei dem Thema bin ich natürlich sehr offen. Der letzte Punkt für heute wäre dann also auch somit das Verhältnis zwischen Akainu und Dragon. Es ist so, und auf Marineford hat man es mehr als deutlich genug gemerkt, Akainu hasst Dragon wie die Pest. Ruffy war für ihn so ziemlich nur der Sohn von Dragon. Er hat ihn versucht, die ganze Zeit umzubringen, obwohl es selbstverständlich auf Marineford viel mehr Kriminelle gab, die viel einflussreicher und stärker waren als Ruffy. Er hat sich aber jedes Mal ziemlich deutlich auch dazu entschieden, jeden Problem aus dem Weg zu gehen und direkt Ruffy anzugreifen. Was ist also vorgefallen? Warum hasst der Dragon so sehr? Insgesamt muss man sagen, gegenteiliger könnten die beiden eigentlich gar nicht sein. Dragon ist gut aufgewachsen, Akainu sehr schlecht. Dragon ist der Marine ausgetreten und Akainu ist ihr treuster Anhänger. Der eine repräsentiert die Farbe Grün und der andere die Komplementärfarbe Rot. Rein logisch gesehen, besonders jetzt, wo Akainu ebenfalls eine Führungsposition hat, sind beide Charakter prädestiniert, gegeneinander zu stehen. Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, dass Akainu zum Beispiel nix mit den Idealen von Dragon anfangen kann und andersrum Dragon genauso wenig mit den Idealen von Akainu. Für Akainu ist das das A und O der Weltregierung zu gehorchen. Er würde nicht mal mit der Wimper zucken, wenn es darum geht, eine Person zu töten, für die in Anführungszeichen Gerechtigkeit der Welt. Dragon ist durch diesen Punkt wesentlich anders. Wahrscheinlich sind beide Charakter so ein wenig durch die Vergangenheit geprägt. Aber Dragon hat seine eigene Definition von Gerechtigkeit. Die zieht er auch durch und lässt sich nichts einreden. Es gibt viele Szenarien und Möglichkeiten, warum gerade Akainu einen Hass entwickelt hat. Es könnte zum Beispiel gewesen sein, dass beide gemeinsam auf einer Mission waren, wo eine Entscheidung fallen musste und Dragon sich gegen den Willen der Weltregierung entschieden hat. Vielleicht lag es auch am bloßen Austritt von Dragon. Vielleicht konnte Akainu es einfach nicht verarbeiten, dass jemand, der aus so guten Verhältnissen mit so einem enormen Talent der Marine austritt und sozusagen seiner Gerechtigkeit ins Gesicht tritt. So oder so, und das ist für mich ein Fakt, unterschiedlicher könnten beide Charakter eigentlich gar nicht sein. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten ist zum Beispiel, Fun Fact, mit 55 Jahren ihr Alter. Aber ja, Freunde, das war auch insgesamt so mein Take zu Dragons Marinezeit, seine Denkweise und was vielleicht dort so vorgefallen ist. Jetzt seid auf jeden Fall ihr dran und ich bin jetzt schon auf eure Kommentare gespannt. Was meint ihr, wie sah Dragons Marinezeit aus? Warum ist er augenscheinlich mit Akainu verfeindet und warum ist er eigentlich ausgetreten? Sehr gespannt bin ich auch nochmal darauf, welche Marineposition ihm zuordnet. Seid ihr der Meinung, dass er ein hohes Tier war wie ein Admiral oder doch irgendwas Unscheinbares? Stimmt ihr mir da größtenteils zu oder gehen unsere Meinungen so ein wenig aneinander vorbei? So oder so lese ich mir selbstverständlich eure Kommentare durch. Das war's aber auch von mir. Wenn euch der One Piece Content gefällt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!